Moin Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach, jetzt endlich wieder ruckelfrei. Ich habe mir die Aufnahme angeguckt, sieht alles gut aus. Ich bin zufrieden, wir können wieder vernünftig spielen. Und für alle, die jetzt sagen, Mensch McCracken, dass du da dran geblieben bist, dass du da nicht aufgegeben hast, dass du da gesucht und gemacht und getan hast, das ist mir doch ein Daumen wert. Wäre jetzt genau der Zeitpunkt, um da mal drauf zu klicken. Fishing von Daumen. So. Muss entladen werden. Das ist unser erster Kollege hier. Schaut euch das mal an. 168.000 Liter Heu hat er aufgeladen. Jetzt mal nachdenken. Wo bringe ich das jetzt in Ballenform am besten hin? Spielt eigentlich keine Rolle, ne? Dann bringen wir es tatsächlich einfach trotzdem ins Ballenlager. So. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, irgendwo müsste doch der andere stehen. Ah, der steht noch hier. Cool. Steuern Y und B. Hier auch noch. Sehr gut. Dann bringst du das nochmal zur Hofsilo Kalk. Okay, dann haben wir das auch. Dann habe ich gesehen, steht der Terratruck. Beziehungsweise, nee, das ist der. Der Kollege hier. Hat ein bisschen was vor sich hergeschoben. Der kann auch nach Hause. Also zusammen mit dem Fortschritt hier unser fleißigstes Maschinchen auf dem Hof. Pack den noch raus. Top. Cool. Die müssen wir aber noch striegeln. Heutrocknung Output. Ist das leer? Heutrocknung. Nö. Im Gegenteil. So. Um ehrlich zu sein. Mal. Müssen wir hier noch Heu hinbringen? Könnten wir auch mal aufräumen. Heu. Nee. Ist doch beides voll. Silage ist nicht voll. Aber das macht doch der. Was fährst denn du? Du fährst Stroh. Aha. Dann fahr doch mal bitte nach Hofvermenter und dann war das der Fehler? Okay. Gut. So, wer steht hier noch so rum? Wer kommt hier schon an? Dann kann ich den gleich wieder zurückschicken. Naja, ich übernehme. Ja. Das Abladen eigentlich? Ja, ne? Kalk wird hier nicht angenommen. Kalk wird... Ja, der ist da nur drüber gefahren. I? Aha. Verändert das, ne? Ableidesante... rechts. Ja. Sehr schön. Feld 5. Ihr seht, es ist eine Menge Kleinkram zu tun. Ich bin so ein bisschen am Hin und Her. So, der hat das hier schon abgeladen, dann kannst du auch zu Feld 5. Wir haben jetzt 80.000 Liter. Irgendwie ist dieser eine Gedächtnisliter wieder in der Giants Unendlichkeit verschwunden. Ich muss mich zwischendurch immer noch mal räuspern. Versuche mich dann aber immer zu muten. So, die 1050er. Ihr macht jetzt hier Meter, jawollo. Eine Stunde 12. Puh, Hut ab. Das funktioniert gut. Ja, dann können wir hier mal weiter wegparken. Oi. Leute. Gut, wir tanken nach. Das ist die beiden. Okay, der hatte gar kein Frontgewicht. Und wir hatten jetzt rausgefunden, kalken müssen wir nirgendwo mehr. Das wundert mich eigentlich. Ich dachte, irgendwo müssen wir noch kalken.
Aber nö. So, hier wird gemulcht. Boah, der wird auch ewig brauchen, ne? Uiuiui. Da kann ich wieder nach zwei Folgen schon wieder in den Offline-Modus wechseln, weil das einfach jetzt so lange dauert alles. Packen wir hier mal rein. Der Vertrag ist angekommen, jawohl. Bleib weg hier. Abkoppeln, ausmachen. Nächster. Nachtanken. Ja, noch mal ein bisschen sauber machen. War aber auch bös dreckig. Kalk sieht man immer so extrem gleich, ne? Ich finde das ja cool eigentlich. Aber man muss die Maschinen auch mal sauber machen. Ich könnte mir vorstellen, Kalk ist auch eine Katastrophe dann für die ganzen Schmierungen und so. Muss man da wahrscheinlich wirklich immer sehr aufpassen. Abkoppeln, ausmachen. Nice, Messay. Schönen guten. Du kannst gleich neben deinen Kumpel und du bleibst auch hier dran, ne? Das wären so tatsächlich Themen, wenn uns nachher die Ideen ausgehen, die beiden hier zu verkaufen. Und stattdessen dann auch, also ich hätte gern 6 Ladewagen gleicher Gusto. So, der hat das ganze Feld alleine gemacht. Super cool. Den Kurs können wir hier rauslöschen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den hier auch einstellen müssen. Ich schätze mal ja. Ach nee, das ist der. Das ist ja der. Du müsstest eigentlich direkt weitermachen können. 161 Ball noch. Da kommt der andere. Den habe ich gesucht. Ich übernehme. So, dich müssen wir wahrscheinlich einstellen, ne? Hoffentlich kommt ihr euch ja nicht zu sehr in die Quere. So, wir müssen erstmal einstellen, dass er diese Ballen hier nehmen soll. Schauen wir mal, Y. B. Big Bag Paletten. Hat jetzt nicht geklappt. Halt Y. Jetzt. B. Das wieder weg. Oh, er fängt einfach an. Lässt sich nicht lang. Also einen von beiden hätten wir jetzt eigentlich einstellen müssen. Jetzt gehen aber beide. Okay, kein Problem. Easy. Wir waren eigentlich im... Oh, wie sehe ich den immer da? So, Ballenpresse weg, die stand da hinten. Oh, 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 oh. Mann. So, so, so. So. Dann haben wir das auch. So, wir gehen nochmal alle von oben nach unten durch. Also, hier wird noch Wasser gefahren. Nice, nice. So, der steht hier rum. Der fährt jetzt Silage. Das ist gut. Wasser brauchen wir nicht zusätzlich. Hier wird 2x Ballen gesammelt. Die 4 stehen rum. Der Fortschritt steht rum. Hier wird Stroh zu den Kühen gebracht. Die beiden stehen hier. Der steht. Der ist am Mulchen. Noch für 1 Stunde 57 Minuten. Jawohl. Hat doch der Tag Format und Struktur. Den haben wir gerade, den haben wir gerade, die haben wir gerade. Hier wird gepflügt. Das ist das Baumwollfeld. Und da müssen wir mal gucken, was das Feld dann sonst noch so braucht. Nix. Es braucht kein Kalk. Es ist schon zu 50% gedüngt. Die anderen 50% kommen. Sieht so cool aus, ne? Lass mal hinterher. Komm schon, lauf! Ja, wir können... Ah, es sieht gut aus. Sehr, sehr, sehr schön. Und ruckelfrei. Ich freue mich. Sagt man auch nicht mehr, ne? Gut. Die beiden sind hier auch am Machen. Der Kollege... Jetzt die Frage... Ah, 100.000. Das bringt es jetzt auch nicht so richtig, ne?
Wir den erstmal nochmal stehen lassen. Wir gehen mal weiter. Ein LKW, noch ein LKW, noch ein LKW. Das sind die, die können wir im Grunde parken. GPS parken, parken. So, dann sind die raus aus der Rotation. Ja, das müssen wir jetzt im November noch machen. Es ist dann einfach so, das darf ich nicht vergessen. Wir können nochmal wieder ein bisschen Holz machen und dann sind wir einmal durch. Nice, okay. Hier oben die Production-Info-Geschichten. Ja, Steine. Ist so, die Frage ist, wann gehe ich in den nächsten Monat? Was hält mich davon ab, in den nächsten Monat zu gehen? Theoretisch müssten wir das Feld hier striegeln, aber wir haben genug Grasflächen, dass es darauf nicht ankommt. Ich müsste sie nur entsprechend dann noch düngen. Wie viel kriegen die immer mit? 21, aha. Müssen sie das noch viermal? Also wir könnten eigentlich den Monat wechseln. In den November, da könnten wir dann die Cranberry-Ernte machen. Ich gucke noch einmal zur Sicherheit und lese euch noch mal zwei Fun Facts vor. Der italienische Name der Sri Lanka Cobra lautet Naya Naya. Sind die auch so ein Song? Naya Naya? Na, ist egal. Ein Telefon tutet immer mit dem Ton A, praktisch um Gitarren zu stimmen. Okay, habe ich nicht gewusst. Hier ist noch ein interessanter. Zehennägel wachsen bei Menschen viermal langsamer als Fingernägel. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ist das wirklich so? Ja. Also, wir wollten noch mal gucken. Und Weizen und Gerste. Weizen habe ich doch auch angesehen, oder? Wir gucken alles nochmal nach jetzt. Weizen. Ja. Okay. Gerste hatten wir schon kontrolliert. Raps haben wir nicht. Hafer müssen wir erst noch. Mais ernten. Jo, Sonnenblumen haben wir keine. Was wollte ich auf dieses Feld hier bringen? Auf jeden Fall habe ich es schon gemacht. Hier ist Raps drauf. Raps drauf. Okay. Ist auch fertig. Das passt. Sonnenblumen haben wir keine. Sojabohnen. Ist hier hinten. Ist auch Raps, ne? Ja. Soja haben wir auch nicht. Kartoffeln haben wir nicht, Zuckerrüben haben wir gemacht, Zuckerrohr haben wir nicht, Baumwolle haben wir gemacht, Oliven haben wir nicht, Trauben haben wir nicht, Rice, Carrot, Hemp, Cranberries haben wir, sind aber noch nicht reif, Peanuts haben wir nicht, Mustard muss gesät sein, passt. Gut, dann verkaufen. Sehe ich hier nichts. Nichts leuchten. Also brauchen wir da auch nichts verkaufen für 3,5 Millionen Euro Senf. Leute, das ist Löwensenf Overkill. Okay. Okay. Dann sind wir durch. Dann gehen wir in den nächsten Monat. Affe? Nö. Wohnhaus. Besser. Das war's mit dem Oktober. Bye, bye, Oktober. Oh, das war aber ein Ritt, ne? Ich glaube, wir können um 9 Uhr aufstehen. Müsste reichen. Folge 428. Nur November. So. Gut, wir gucken mal. Getreidemühle, Mehl voll. Gut, das ist einfach jetzt wieder verschwunden. Silofermenter, Silage fast voll. Das ist ja eine Nummer. Wir gucken mal. Oh, dann können wir das ausmachen. Fast nochmal upgraden, ey. Jetzt 1 Million. Ohohoho. Machen aber auch ganz gut Geld. 600.000 über Nacht.
Upgraden oder ausmachen? Ausmachen. Stoff. Das lohnt alles überhaupt nicht, ey. Gut, was haben wir dann noch? Dessertfabrik, Erdbeeren, Kalkproduktion, Steine, Biogasanlage, Mist, Biogasanlage, Zuckerrübenschnitzel. Okay, können wir uns ganz entspannt drum kümmern. Ich würde tatsächlich den Kollegen hier anschmeißen, wenn da hier schon die Wachstumsstufe durch ist. Erntereif, jawohl. Mit 7 Cranberry. Wir brauchen noch... Oh, Moment. Den Kurs. Ein Vorgewende scharf. Jo. Erster Wegpunkt. Das passt. Dann holen wir uns einen Arion. Mit 7 Cranberries und das bringst du Hofsilo Input. Okay, super. So, dann haben wir das Abfahren auch. Das ist jetzt Mist, ne? So, wo entlädt der? Rechts, aber ist das, passt das? Oh, da haben wir Glück. Feld 5. Ich darf nicht vergessen, dass ich das Feld hier noch düngen muss. Oh, fahren wir gleich ein Stückchen. Ja gut, ist nicht so schlimm. Abladeseite rechts abladen. Passt. Und auch zu Feld. Leute, es läuft. Wir sind im November. Es gibt wieder ein bisschen was zu tun. Wir werden auch zusehen, dass wir was verkaufen. Es wird richtig Geld reinkommen im Dezember. November wäre gut für Eier. Die brauchen wir auf jeden Fall selber. Die können wir nicht verkaufen. Aber ich sehe 28.000 Liter. Das ist gar nicht schlecht. Wie viele Erdbeeren haben wir? 77.000 ist auch ganz gut. Das können wir also dann auch rüberbringen. Hier ist tatsächlich schon Höchststand erreicht. Könnten wir eigentlich schon verkaufen. Preis geht schon wieder runter. Tinner Export Hafen. Ach so. Okay, wir können das aber auch zu... hier steigt der Preis noch. Ja, dann warten wir noch einen Moment. 2,5 Millionen. Silage. Ravenwood Farm, 3,5 Millionen in Silage, also 7 Millionen allein in Sachen, die wir verkaufen dürfen. Cool, sehr, sehr gut. Und darum kümmern wir uns dann tatsächlich dann in den nächsten Folgen. Ich freue mich drauf. Wir gehen mal hier zur letzten Erntemaschine, die bei uns noch läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.